Sega Zockmontag. Game Changer der Videospielgeschichte. Community Vote Nummer 1. About 9 months ago, we announced Divinity Original Sin, our new PC RPG set in the Divinity universe and scheduled for a release this year in 2013. When we announced the game, the reactions we received from RPG players everywhere were very positive, and that was very motivating for us. So motivating, in fact, that we want to do more, and that's why we decided to come to Kickstarter. Today I'd like to show you what our current development status is and why I personally think that this is going to be the best RPG that Larian has ever created. Willkommen zur Community-Folge von Top Montag. Heute mal wieder mit Christine. Wir kommen zu euren Game-Changern, die ihr gewählt habt. Angefangen mit dem Aufstieg von Kickstarter. Und wir haben einfach mal Early Access noch mit reingenommen, weil das irgendwie alles so ziemlich zur gleichen Zeit passiert ist. Und so einen Aufstieg ermöglicht für kleinere Projekte. Hängt ja in gewissermaßen auch so ein bisschen zusammen. Also gerade so viele Spiele, die einfach über Kickstarter damals gestartet sind, sind dann auch eben genau. So gestartet, dass sie eben als bestimmte Kategorie hatten. Hey, gib uns doch so und so viel Dollar. Und dann kannst du das Spiel schon früher spielen und dir das anschauen. Macht Sinn, ne? Das Macht zusammenzulegen. Sinn. Ja, finde ich auch. Robin, was hältst du eigentlich von Kickstarter? Kickstarter finde ich gut. Echt? Ja. Sehr gut. Und ja. Auch so diesen ganzen Early Access-Kram, der damit. Nee, nee, nicht. Also Kickstarter finde ich cool, Early Access finde ich in seinem Konzept gut. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass einfach jedes Faktenspiel im Early Access Programm erscheint. Ja. Und die auch alle gleich aussehen, weil man immer so das Konzept hat, ja okay, ich glaube, ich mache mal irgendwie so ein Spiel, wo man überleben muss und wo man so Minecraft-mäßig Bäume fällen muss und vielleicht machen wir daraus noch was Richtiges, aber erstmal hole ich es ins Early Access. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Im Grunde genommen ist Kickstarter halt echt ein riesengroßer Fanservice, ja, muss man sagen. Ja, also es gibt einfach Projekte, die es sonst nicht ans Tageslicht schaffen würden. Und auch die Indie-Szene hat ja wirklich sehr davon profitiert, die ja auch in den letzten Jahren massiv gewachsen ist und sicherlich zu einem Teil auch dank Kickstarter und dank der Möglichkeiten, bestimmte kleinere Projekte da auch einfach groß zu machen. Also Early Access ist einfach nicht kontrolliert, ist ja auch unabhängig von den Käufern. Das heißt, du stellst es ja einfach rein. Bei Kickstarter vergehst du ja einfach unter, wenn es jemand kauft, aber in Early Access bist du ja einfach dann drin. Und dann gibt es auch verschiedene Ansichten. Ist das jetzt eine Demo? Ist das eine Beta? Ist das eine Vollversion? Da gab es letztens erste Diskussionen, weil jemand das Geld zurückhaben wollte von dem, was er in Early Access gesehen hat. Und der Entwickler sagte, nee, das ist ja schon das Spiel. Das ist ja schon gespielt. Du kannst es ja nicht mehr zurückgeben. Obwohl es ja noch nicht das Spiel ist, weil es ja Early Access ist. Ich verstehe. Das ist alles sehr, sehr, also es verkompliziert dieses Hobby so dermaßen, dass es mir ein bisschen auf den Sack geht. Kann auch mal nach hinten losgehen, wenn man jetzt sich Yog Ventures oder sowas anschaut. Leider, ja. Das aber da kann Kickstarter nicht so viel für. Nee. Community Vote Nummer 2. Even in a utopia, someone needs to clean up the mess. And that's where I come in. DS ist ein wunderschön, wunderschön, wunderschön. Du bist immer mit so einem Fußballstadion ganz alleine, ne? Ja. Ich glaube, ich weiß, was die singen. DLC, ich finde das finde ich witzig, weil man verflucht ja immer die Pferderüstung aus Oblivion. Das stimmt, war, glaube ich, ich erinnere mich. 2005 oder 6. 2006 war, glaube ich, Oblivion. Und das gab es als DLC. Rüstung für deine Pferde für irgendwie 2 Euro pro Rüstung. Und das haben die Leute gekauft, wie bescheuert. Ja. Und da hat sich der Publisher dann gedacht, ja, okay, dann machen wir das jetzt halt mehr. Und dann haben sich natürlich auch andere Publisher gedacht, okay, Kostümfarben für Ryu in Street Fighter, dafür musst du jetzt halt bezahlen. Es war halt so der erste große Versuch. Also gar noch nicht mal große, war der erste kleine Versuch. Es war der erste Mal so, okay, es gibt jetzt diese komische Möglichkeit, bei diesen neuen Konsolen nachträglich online Sachen kaufbar zu machen. Für so ganz kleine, wenige MB große Inhalte. Mhm. Da muss man ja erstmal austesten, was die Spieler bereit sind zu zahlen. Und dann sind sie zum Ergebnis gekommen, aha, 2 Euro für eine Rüstung, die nichts bringt und die man nach 2 Minuten wieder verliert, vielleicht nicht so cool. Es gibt ja auch nicht nur, also man sagt immer DLC, aber damit ist ja jeder Downloadable-Content gemeint. Und das war ja genau die Szene, wo dann auch diese Download-Titel angefangen haben, Xbox Live Arcade und die PlayStation Network-Titel, die du ausschließlich über einen Download gekriegt hast für 15 Euro oder sowas, und die waren ja richtig gut. Dann hast du halt mal so ein Explosion Man dazwischen gehabt, was sonst nie erschienen wäre, weil es, wenn du eine Packung und sowas machen musst, ist halt, wird das Spiel halt automatisch wesentlich teurer. Auf der anderen Seite gibt es dann aber immer noch die DLCs, wie eben die Pferderüstung, und also darauf könnte ich getrost verzichten. Du hast ja mal einen Robin vs. DLC gemacht, da warst du eher nicht so, also hast schon gesagt, ja, aber auch viel nee. Nee, das war in erster Linie ja.
Ja, ich habe auch negative Beispiele genannt, wie zum Beispiel die Pferderüstung von Oblivion, aber es ist sehr, sehr wichtig für mich zu verstehen, dass DLC an sich kein schlechtes Medium ist oder keine schlechte Vermarktungsmöglichkeit, sondern dass es sehr, sehr viele sehr, sehr coole Dinge dort gibt und es immer von dem Publisher und dem Entwickler abhängig ist, ob der DLC dann gut ist oder nicht. Und es gibt nicht einfach nur die generelle Regel, DLC ist schlecht, weil es DLC ist. Ja. Was halt viele Leute so sehen. Community Vote Nummer 3. So, das ist was vor allem in den 90ern ganz, ganz groß war und Anfang der 2000er. Eigentlich angefangen ja schon mit Doom. Für Doom gibt es heute noch Mods. Die Brutal-Mod von Doom ist, glaube ich, relativ neu, wo es halt so nochmal brutaler wird, als ob Doom nicht brutal genug wäre. Und da sind halt Spiele entstanden, also richtige Spiele. Die waren erst Mods für Half-Life, für Quake, für sonst was und dann später wurden richtige Spiele draus. Großartige Beispiele, wo man einfach sieht, wie sowas eine Eigendynamik entwickelt und so viel Impuls auch in eine ganze Industrie irgendwie bringen kann, weil was Dota ausgelöst hat und als Begründer der MOBA-Szene ist was viele nicht ganz so gerne sehen. Aber nichtsdestotrotz hat es eine riesen Fanbase gefunden und es gibt sehr, sehr viele Leute, die das sehr, sehr gerne spielen. Ja, Counter-Strike Global Offensive, die letzte Version von Counter-Strike ist immer noch ganz oben mit dabei. Und Counter-Strike ist ebenfalls als Half-Life-Mod gestartet, war eine Total Conversion, einfach mal ein Multiplayer-Spiel mit Terroristen und Counter-Terroristen gemacht. Und das wird heute noch gespielt wie bescheuert. Also ja, Dota ist oben, Garry's Mod ist oben. Alles sind echt die meistgespielten Spiele auf Steam momentan. Wir sollten vielleicht auch den Fall der Mod-Szene auch mit reinnehmen, weil die waren sehr, sehr groß, hat mal neue Spiele-Genres kreiert und dann hat sich irgendjemand gesagt so, ja, ganz ehrlich, brauchen wir irgendwie auch nicht. Und ganz ehrlich, wir brauchen es auch anscheinend nicht, weil es gab dann die Leute, die gesagt haben, es ist jetzt aber nicht so cool, aber insgesamt, ob jetzt ein Call of Duty eine Mod-Möglichkeit hat oder nicht, war für die Verkäufe völlig schnurzpiepegal. Stimmt, ja, für die Verkäufe ja, aber es hat ja tatsächlich einen Push gegeben. Also es zeigt ja, dass da viele talentierte Leute draußen sind, die auch mit so einem Werkkasten, den einem der Entwickler dann irgendwie in die Hand gibt und sagt, ja mach, kannst du, durchaus auch geile Ideen umsetzen. Heute hast du dann wieder so Sachen wie Skyrim, was ja auch eigentlich zu wahrscheinlich 50% auf dem PC am Leben erhalten wird durch Mods, wo sich Leute, also ja. Robin hat das glaube ich erzählt, über 100 Mods auf seinem Spiel für Skyrim, die das Spiel halt so unglaublich hübsch machen. Das ist auch krass. Community Vote Nummer 4. Steam. Boah, habe ich Steam damals gehasst. Ich weiß noch, ich habe illegal mit meinem Kumpel Day of Defeat immer gespielt. Illegal. Und dann wollten wir, und dann wollten wir irgendwann das nicht mehr, also immer weiter doch spielen, illegal. Und dann musste man plötzlich Steam dabei anmachen und es ging nicht mehr. Ich so, warum denn? Was ist das denn? Ich habe nicht einen Schimbruch. Und dann kam irgendwann Half-Life 2 raus, das habe ich von dem gleichen Kumpel kaufen lassen, weil meine Mama das nicht wollte. Und dann hat er mir Half-Life 2 gegeben und wir haben, glaube ich, irgendwie 5 Stunden versucht, es zu installieren, weil Steam dabei, das war ja das erste große Steam-Spiel. Und es hat einfach nichts, also wirklich gar nichts funktioniert. Und das war halt wirklich exakt das gleiche wie bei Origin. Und dann so nach 3 Jahren oder so, nach 2, 3 Jahren, kam dann halt so dieser Wechsel, wo dann die Third-Party-Spiele da erschienen. Es hat wirklich lange gedauert. Steam war echt eine lange Zeit die totale Scheiße. Und für dich deswegen ein persönlicher großer Meilenstein der Videospielgeschichte. Weil einfach mal kein Spiel spielen. Ich finde das gut. Es war aber damals auch scheiße. Also ich habe ja Half-Life 2 zu Release gespielt und es hat halt einfach nicht sofort funktioniert. Da waren irgendwie die Server offline und sowas und du konntest dein Spiel nicht spielen, weil da irgendwo so ein dummer Server nicht funktioniert hat. War damals noch nicht so krass wie heute mit dem DRM, was es teilweise gibt, aber ist halt auch schon aufgefahren. Da hattest halt Installationsprobleme und wer gar kein Internet hatte, der musste total komplizierte Aktivierungsmechanismen benutzen. Inzwischen ist Steam so komfortabel und so verbreitet und so beliebt, dass da wahrscheinlich gar niemand mehr dran denkt. Ja, Robin, das kann durchaus sein, dass Steam als Kopierschutz eigentlich gedacht war und sich dann daraus einfach... ich weiß es tatsächlich nicht so richtig, wie das entstanden ist. Für mich war das plötzlich irgendwann da und alle fanden es irgendwie erst nicht so gut und mittlerweile ist ja aber Steam einfach mal das Shit. Also Steam ist der PC-Markt. Ist der PC-Markt und was der dem auch gegeben hat, das ist schon eine große Nummer. Von daher völlig zu Recht auch in dieser Liste, Steam und Valve. Dass deswegen Half-Life 3 immer noch nicht da ist, ist natürlich die andere Geschichte, aber was soll's. Ist auch insofern einfach ein Game-Changer, weil
es wirklich, wirklich viele Konsolenspieler dazu gebracht hat, auf den PC zu wechseln. Klar. Einfach die wahnsinnigen Steam Summer Sales oder überhaupt die Steam Sales, die es halt immer gibt, was man da an Kohle spart und wie viele Leute letztendlich dann gesagt haben, hey, also scheiß oder nicht sparen und hat rumschimmeln liegen. Da sind halt wirklich viele meiner Freunde auch einfach gewechselt jetzt über die Zeit, was ich auch vor ein paar Jahren noch ausgeschlossen hätte. Community Road Nummer 5. Daran erinnere ich mich noch richtig, richtig gut. Ich war nämlich früher ein großer Fan von dem Nintendo DS und von der kleinen PlayStation. Und da war es wirklich komisch, weil dann habe ich mein erstes iOS-Gerät bekommen, meinen ersten iPod Touch und ich sollte das erste Mal ein Review zu einem Mobile-Titel verfassen. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, nee, diesen Schwachsinn, das wird sich niemals durchsetzen. Und jetzt, wo sind wir angekommen bei ganz schön großen Verkaufszahlen von iOS- und Android-Titeln? Der Mobile-Boom ist einer, den ich ehrlich gesagt so aktiv gar nicht mitgekriegt habe. Klar kriegst du immer mit, dass so dann Sachen wie Angry Birds und Candy Crush plötzlich jeder hat und jeder in der Bahn wie so ein total Bescheuerter auf dem Ding rumklippt, nur um irgendwelche Sachen kaputt zu machen. Aber dass das... Alter Mann. Ja, nee, danke. Nein, da mache ich nicht mit. Einerseits gucke ich mir an, was da an den Top-Listen ganz oben steht. Und da schüttel ich immer nur den Kopf, weil da ist halt ein Candy Crush, ein Angry Birds oder was weiß ich, was es da noch alles gibt. Und im Falle von einem Candy Crush sind das ja keine wirklich guten Spiele. Und dann gibt es noch so die Geschichten von dem Publisher dahinter, dass der irgendwie The Banner Saga, so ein kleines Indie-Spiel, verklagt, weil da Saga drin steht, wie bei Candy Crush Saga. Und das ist halt einfach, es hat so einen bitteren Beigeschmack. Ja, ich habe immer das ganz, das doofe Gefühl, dass die Leute, die für Mobile-Spiele Spiele machen, das in erster Linie wirklich dafür tun, um möglichst viel Geld dir aus der Tasche zu ziehen. Ich sehe da nicht die kreative Vision zuerst, weil ich glaube, bei Candy Crush hat sich keiner gesagt, es wäre mal lustig, so ein Puzzlespiel mit Süßigkeiten. Wenige der Entwickler, die für Mobilentwickler entwickeln, weil das ihre Leidenschaft ist, sondern in allererster Linie habe ich das Gefühl, dass diese ganze Industrie aus Leuten in Anzügen besteht, die halt sagen, das geht gerade gut, das macht gerade Geld, also machen wir das. So der komplette Gegensatz zu den Indie-Games auf dem PC. Und das gibt es ja natürlich auch auf dem Mobile, aber das ist so mein Eindruck, den ich da gewonnen habe. Nichtsdestotrotz haben meine Eltern und Tanten, was weiß ich, wer noch alles, mit genau diesen Spielen halt Spaß. Und da, wer bin ich da, dass ich sage, das dürft ihr nicht, das ist scheiße, das ist nicht mit Leidenschaft gemacht, was soll das? Deswegen für sie freue ich mich, für die Industrie als Ganzes weiß ich immer noch nicht, ob es eine ganz gute Entwicklung ist. Auch da, finde ich, sind es oft wieder so diese Indie-Titel, die es auch schon vorher für eine andere Plattform gab, die dann für Mobile irgendwie angepasst wurde, weil es ja schön, das Ding irgendwie auf dem Smartphone oder auf dem Tablet durchzuspielen. Das sind dann halt wirklich die Titel, die sich da in dem Bereich auch sehen lassen können. Das war's mit Top Montag und den größten Game Changern. Nächste Woche geht's weiter mit unseren Top Most Wanted Spielen der Gamescom. Ihr könnt jetzt erstmal den Bonus gucken. Da unten in der Mitte kommt ihr zur letzten Folge Giga Trivia und auf der anderen Seite zu Robin vs. Video Games. Jetzt viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.